Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Pearl, die Perle-Edition von Pokémon. Ja, zum 12. Mal begrüße ich euch inzwischen zum Let's Play Pokémon Pearl. Ja, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Wir sind noch, sind von in Florien in den Pokémon Supermarkt einkaufen gewesen. Zitrumere verwendet den verwüsteten Pfad, dem Pfad passiert, Windkraftwerk ab, vom Windkraftwerk abgereist, Mars besiegt beim Windkraftwerk. Ja. Jupp, dann geht's natürlich weiter Richtung, hier oben zur... Okay, da steht's nicht. Egal. Also, bevor ich mich, auf den Weg zur nächsten Ortschaft, Richtung nächsten Ordens mache, ist vielleicht dem einen oder anderen schon was aufgefallen. Ich habe euch das letzte Mal schon versprochen, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe neben dem eigentlichen Spielfeld, ich kann es mit der Maus zeigen, vielleicht hier drüben und hier drüben, wo die Maus entlang huscht, ein paar viereckige Boxen hingesetzt, wo meine aktuellen Pokémon aus meinem Team angezeigt werden ab sofort. Ja, ich habe es geschafft. Ich kann meine Pokémon, also ich kann das Video inzwischen so bearbeiten, dass ihr meine Team-Pokémon links und rechts sehen könnt. Momentan sind nur links die drei Boxen gefüllt. Die drei rechten Boxen sind noch nicht gefüllt, weil ich momentan nur drei Pokémon im Team habe. Ja. Und vielleicht ist euch ja was aufgefallen. Diese Boxen, wie es der Name schon sagt. An was für Boxen erinnert euch das Ganze? Ich gebe euch einen Tipp. Es hat was mit der Edition zu tun. Ich glaube, ja, drei Pokémon, genau. Ich glaube, ich löse es lieber am besten gleich auf. Und zwar sind es die Boxen, die ersten sechs Boxen des Pokémon-Lagersystems der Pearl-Edition. Jawohl, ich habe mich für dieses Design entschieden, weil es einfach zu der Edition dazugehört und ich glaube am einfachsten das Ganze verständlich ist, wo die Pokémon sind und wie das Ganze bei mir aufgebaut ist, ja. Aber jetzt genug erklärt, gequatscht. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum ewigen Wald aufbreche, bevor wir das Ganze denn machen, den Kampf, so, weil jetzt Camper Nick, ups, das war wohl die falsche Betonung, nein, ja, egal, was schickt er denn in den Kampf, er schickt ein Ponita, ah, ein Ponita, okay, ein Feuer-Pokémon, du stehst in meiner Vernichtungsliste ganz oben. Nein, ich habe nichts gegen Bonita und ich versuche es nur zu erledigen. Ja, Leute, ich habe es das letzte Mal schon angesprochen. Die hässlichsten Pokémon, die mir so aufgefallen sind, kurz zusammengefasst, allerdings halt nicht im Video gezeigt. Die werden jetzt auf jeden Fall im Lauf des Tages, während der Aufzeichnung, spreche ich euch nochmal drauf an. Und ja, dann werden die auch schön im Spielfeld oder im Spiel gezeigt, kurz. Ja, also nur, nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr auf einmal nichts mehr von meinem Spiel seht, sondern nur noch das Pokémon, das, über das ich gerade kurz rede. Also da nicht irgendwie verwirren lassen, falls ich drauf zurück zu sprechen komme. Heißt ja noch lange nicht, dass ich's wirklich mache. Ihr kennt mich ja inzwischen alle gut genug. Da ist doch auch noch ein Trainer. Ja, super Trainer. Da ist erstmal ein wildes... Oh, Pachirisu. Yes, ein Pachirisu. Und woran erinnert mich der Name Pachirisu? Oder... auch euch sicher richtig an Pikachu. Pikachu. Leute, das ist Recycling
pur vom Namen Pachirisu, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mich fragt. Pikachu, sage ich da einfach nur. Das erinnert mich an Pikachu vom Namen. Natürlich ist das ein Eichhörnchen und keine Elektromaus, aber ja, trotzdem ist es ein Elektronager. Wenn ihr mich fragt. Trotzdem. Es ist zwar keine Elektromaus, aber ein Elektro-Eichhörnchen. Ja. Charme. Super. Ja, super. Leute. Okay, ich habe nichts gegen Pachirisu. Ich wollte nur diese Namensähnlichkeit in meinen Augen kurz mit reinbringen. So, alle Buchstaben aus dem Namen, den ich gerade eben genannt habe, alle Buchstaben aus Pikachu stecken sogar im Namen von Pachirisu. Pi K Moment nochmal. Pi. Na, fast alle. K. Also das K fehlt, aber ansonsten sind alle Buchstaben von Pikachu drin. Pi. K. Pika. Schuh. Ja, aber jetzt wieder zurück zum. Ja. Also das ist Namensrisse klingen, wenn ihr mich fragt, Pachirisu und Pikachu. Aber naja, egal. Das ist ja nur meine Meinung, die muss ja kein Mensch mit mir teilen. Warum ist Pachirisu, jetzt wollte ich Pikachu sagen, vor lauter Pikachu-Gequatsche, eigentlich so widerspenstig. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Pachirisu Level 9 so unempfindlich gegen ein Wasser-Pokémon ist wie meins. Ich fress gleich einen Besen. Nächstes Pokémon rufen. Shinux. Mir wird nichts anderes übrig bleiben, außer Flucht. Und da ihr wisst, ich kämpfe bis zum letzten Rest, werde ich jetzt mit Shinux versuchen, das Pokémon zu besiegen. Ja. Tackle, was anderes bleibt uns nicht übrig, wenn Pachirisu uns nicht killt. Glück gehabt. Okay. Leute, ernsthaft. Ich weiß, ich habe es jetzt mehrfach angesprochen und ich wiederhole mich schon wieder, aber Leute, es gibt wirklich hässliche Pokémon. Ich habe es jetzt drei oder viermal inzwischen in den Videos gesagt, aber bitte guckt euch an, was ich euch mitgebracht habe. Noch einmal. Nicht nur namentlich, sondern auch bildlich. Eins von der schlimmsten Wortspiele und gleichzeitig hässlichen Pokémon ist wohl echt Untratytox. Es ist eine Tüte. Eine komisch reinguckende Tüte. Ja, dieses Wortspiel. Wo bringen wir unseren Müll? Was machen wir mit unserem Müll? Wir stecken ihn in eine Untratytox. Und wo bringen wir den Müll hin? Zur Deponitox. Die Weiterentwicklung von Untratytox ist auch nicht viel besser. Sieht noch komischer aus und ist noch hässlicher. Leute. Aha. Aber nicht nur das sind hässliche Pokémon mit komischen Wortspielen. Ja. Ich weiß, ich quatsch wieder zu viel außerhalb des eigentlichen Spiels, aber auch Kuckmarda ist einfach, es sieht aus wie ein Eichhörnchen auf Speed. Mit seinen komischen Augen und dann dieser Name, der einem nach dem dritten Mal auf den Nerv geht. Das ist, boah, das nervt. Ey, Moment.
Okay, ich gehe erstmal kurz ins Pokémon Center zurück und wir hören uns mal kurz auf über diese Unlogik und hässlichen Pokémon aufzuregen. Ja, weil es gibt genug unlogische Dinge und andere Sachen, die ich schon, glaube ich, zigmal angesprochen habe. Und auch Untratytox und Deponitox habe ich jetzt oft genug angesprochen, deswegen lassen wir das jetzt mal wieder raus und verweise euch gerne auf die unlogischsten Dinge in Pokémon. Wenn ihr Interesse an den hässlichsten, in der Top 20 der hässlichsten Pokémon und den unlogischsten Dingen in Pokémon Bock habt, dann schaut euch doch bitte wirklich die Videos von Lennificate an. Er hat ein paar Pokémon drin, die ich gerade genannt habe in seinen Videos. Also das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Das ist wirklich sehr gut. Da sind mir auch die Blitzideen gekommen, das hier kurz anzusprechen. Und ja, guck mal, da war sogar komplett zitiert von Lennificate. Also hier habe ich Lenny komplett ja, zitiert. Dann machen wir uns von Route 205, hoppala, wo renne ich denn wieder hin? Das kommt davon, wenn ich nur auf die Uhr gucke. Auf den Weg in die nächste Stadt. Ja, und schon der nächste Trainer, ein Wanderer. Es gibt zwar keinen Berg hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit und los. Ja, wandern oder wie oder was? Ah ne, er will bloß kämpfen, okay. Super, er hat vier Pokémon und wahrscheinlich einen Kleinstein. Ja, sag ich's doch. Kleinstein, wie berechenbar. Leg dir doch ein Dragosso zu, damit rechnet kein Mensch. Ist auch ein... Nee, Dragosso ist, glaube ich, ein Gestein. Ist kein Gestein, sondern ein Bodentyp, aber trotzdem. Damit würde keiner rechnen bei einem Wanderer. Aber dieses ständig vorhersehbaren Kleinstein, die entweder in jeder Höhle auftauchen, neben Zubat. Das nervt einfach. Ach, ein Macholo. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay, das muss ich zugeben. Mit einem Macholo habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet bei einem Wanderer. Aber sarkastisch die Stimme gerade klang, ich habe wirklich nicht mit einem Macholo gerechnet. Aber okay. Macholo ist, glaube ich, Kampf. Und nicht Gestein oder Boden. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Okay, ich brauche echt eine andere Attacke. Diese ganze Blubber bringt nicht viel. Und warum blinkt der Controller? Egal. Metallklaue. Damit werde ich wenigstens das Pokémon los. Ja, wie immer, ihr wisst, ich spiele Pokémon Pearl am PC auf dem Emulator. Gesteuert wird das ganze Spiel über einen für mich speziell programmierten Xbox 360 Controller. Das heißt, ich habe früher einen Kabelcontroller gehabt, inzwischen habe ich einen Funkcontroller im Einsatz, der über einen Adapter am PC angeschlossen ist und halt über Funksignale, WLAN, weiß der Geier, wie zu diesem Adapter das hinsendet und der PC das einfach dann übersetzt bekommt, so dass ich es in meinem Pokémon-Spiel dann einsetzen kann. Ja. Oh, wieder ein Kleinstein. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Nein, wirklich nicht. Nee, sicher nicht. Leute, das ist so vorhersehbar. Das wird langweilig. Warum ist der Anfang von Pearl so langweilig? Wenn da draußen einer die Diamant-Edition mit Dialga hat, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob es in Diamant genauso langweilig der Anfang ist, genauso anstrengend und total bekloppt. Das kann ich nicht mehr in Worte fassen langsam. Wie berechenbar und langweilig das ist.
Versteht mich jetzt nicht falsch, mir macht es trotzdem Spaß, für euch hier das Let's Play zu machen. Schließlich habe ich mir das Spiel rausgesucht. Schließlich wollte ich aus freien Zügen für euch das Projekt Pokémon Pearl machen. Aber trotzdem, schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn da draußen irgendeiner Petit zwar, dieser komisch reinguckende Biber, der auch in der Liste der Top 20 der hässlichsten Pokémon bei Lenificate drin ist, auch wenn er jetzt hier nicht so schlimm aussieht, aber das ist ja nur der im Pokémon-Spiel verbaute Sprite. Das Pokémon-Bild, die zwar an sich sieht einfach komisch aus. Muss ich zugeben. Hier im Spiel sieht man es wirklich nicht so extrem. Aber wirklich. Vielleicht kann ich es im Pokédex euch zeigen, was ich meine. Alter, wir haben schon wieder 15 Minuten und ich bin noch nicht allzu weit. Schon wieder zu viel gequatscht. Alter Schwede, was... Ah, da liegt ein Item. X-Angriff gefunden. Ja, wenn irgendeiner da draußen, irgendein Mensch da draußen lebt, der mir irgendwie erklären kann, was diese X-Angriff und X-Verteidigungstränke, weiß der Geier, was das ist, bringen soll, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare und erklärt es mir irgendwie so verständlich wie nur irgendwie möglich, ja? Weil ich bin ein Pokémon-Spieler der ersten Generation und ich habe noch nie einen X-Kampf, X-Angriff, X-Verteidigung, X-Schlag mich tot gebraucht und habe immer die Top 4 besiegt, erfolgreich und den Pokédex so weit, wie es mir möglich war, zu füllen. Und ich habe noch nie einen X-Angriff gebraucht, zum Beispiel. Also, ich weiß. Knospi. Ernsthaft? Also, wenn mir das irgendeiner erklären kann, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Ich kapiere es einfach nicht. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Bei diesem X-Angriff oder X-Verteidigung und Schlag mich tot, Kampf-Items, die ich noch nie gebraucht habe. Vielleicht gibt es da draußen irgendeinen, der es mir erklären kann und der das Zeug schon mal gebraucht hat. Und das mir anhand eines Beispiels irgendwie erklären kann. Weil ich habe das noch nie gebraucht. Und das werdet ihr auch im Lauf des Let's Plays sicher merken, dass ich nie einen X-Angriff brauche. Weder wenn ich Lugia fangen will. Palkia. Entschuldigung, Lugia gibt's hier nicht. Oder doch? Nee. Weder wenn ich Palkia fangen will, dann nehme ich den Meisterball, noch wenn ich gegen die Top 4 kämpfen will. Also daher, wenn das mir irgendeiner erklären kann, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Okay, der will nicht mit uns reden. Jetzt auf einmal doch. Es ist ein langer Weg zwischen Flori und Ewigenau. Also lasst uns kämpfen. Ich hasse die Camper, ganz ehrlich. Außerdem, wenn ihr richtig Bock auf ein richtig, richtig lustiges Game im Pokémon-Stil haben. Ich fange nochmal an. Wenn ihr Bock auf ein richtig lustiges Pokémon-Spiel haben wollt, würde ich euch das mit RPG Maker programmierte Spiel Pokémon Feuergrün wirklich doll ans Herz legen. Ist wirklich sehr lustig. Und zieht euch einfach mal rein. Ich sag nur, ich bin einem Trainer begegnet, einem NPC, der an dem Wegrand stand und zu mir gesagt hat, ich habe mein neues Pokémon bei MediaMarkt gekauft. Wo ich mir einfach gedacht habe, was? Mein Pokémon bei MediaMarkt gekauft? Und dann
hatte der ein Wii-Store. Kein Wii-Store, wie wir es sonst kennen, sondern eine Wii-Konsole mit den Ohren und den Beinen von Wii-Store. Ein Wii-Store. Leute. Ernsthaft. Okay, das kann ich ja wirklich leider nicht reinbringen, weil das nur ein Sprite ist, der nur in dem Spiel existiert, aber trotzdem. Ein Wii, so. Leute. Metallklaue. Oh, schon wieder ein Kleinstein. Also langsam habe ich die Nase voll von Kleinstein. Ich glaube, Kleinstein ist echt eins der anstrengendsten Pokémon überhaupt. Wenn man auf dieses Pokémon ständig trifft und es ständig einem eins an den Kragen geht. Weil es einfach nicht klein beigeben will, dieses Pokémon. Ich meine, Kleinstein ist ja noch, geht ja noch, aber immerzu, wenn mich jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen, Entschuldigung, dass ich es nicht vorgelesen habe. Mir ist echt der Name entfallen. Ihr wisst schon, was Rocco in der in den ersten Spielen, in den ersten Staffeln der Pokémon Anime-Serie und auch während des Games bei sich hatte. Das meine ich. Dieses große Gesteins-Pokémon, das aus vielen einzelnen Steinen besteht. Chanelos. Nein, damit kann ich jetzt nichts anfangen und ich will jetzt auch nicht dagegen kämpfen. Ja, wir erreichen unsere 20-Minuten-Marke. So langsam, ich mache jetzt noch einen Kampf und schaue, wie weit ich noch komme, ohne allzu viel zu überziehen. Weil ich muss mir auch Onix, da steht's. Wenn ich mehrfach einem Onix begegnen würde, hätte ich damit echt kein Problem. Aber diese ständigen Kleinsteinviecher, die gehen mir einfach auf den Nerv. Wie schon gesagt, das ist einfach ein blödes Pokémon für mich. Wenn ich in der Höhle sich Onix begegnen würde, hätte ich damit echt kein Problem. Aber diese Kleinsteine sind einfach unmöglich, finde ich. Genauso wie diese ständigen Zubat-Begegnungen. Du triffst in jeder Höhle mindestens zig Zubats. Und da wundert sich noch manch einer, dass kein Mensch die Viecher mehr mag. Nach sechs Generationen Pokémon. Weil die immerzu auftauchen. Seit der ersten Generation. Und ich quatsch schon wieder zu viel, anstatt mich auf den Monitor zu konzentrieren. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist anstrengend. Und sowas verdirbt einem irgendwann auch die Freude an den Spielen. Obwohl, ich glaube, mir kann keiner die Lust an Pokémon verderben, vor allem nicht an der ersten Generation. Weil da sind so viele lustige und komische Bugs drinnen und Glitches. Da könnt ihr euch den Kanal von Pokémon Tutorials TV empfehlen. Da hat er eine ganze Liste von 30 verschiedenen Glitches zu Pokémon der ersten Generation. Rot, Blau und Gelb gemacht. Und natürlich auch der grünen Edition. Aber echt, das müsst ihr euch angucken, wenn ihr. Nach der Orientierung habe ich. Ja, okay. Also die könnt ihr euch auch, wenn ihr möchtet, euch gern mal angucken. Ist wirklich lustig, was so alles Glitches gibt in Pokémon der ersten Generation. Natürlich gibt es auch genauso viele komische und verrückte Glitches in der zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Generation. Ich glaube, das mit den Glitches hört nie auf. Okay, es wird immer irgendein Glitch-Bug oder sonst was geben in Pokémon, aber trotzdem, guckt euch die Videos an. Er hat nicht nur die Glitches der ersten, oh, ein Macholo, sondern auch die Glitches aus der dritten, vierten, fünften und sechsten Generation zusammen in separate Videos gepackt. Also Pokémon Tutorials TV hat da eine ganze Liste von komischen Glitches, die entweder nur ein bisschen helfen
einfach nur komisch sind oder halt den ganzen Spielstand schrotten. Deswegen meine Empfehlung, probiert die Glitches nicht aus, guckt sie euch einfach nur an, nicht dass ihr euer Spielstand irgendwie beschädigt, euren Spielstand und dann vielleicht nicht mehr abrufbar ist oder der ganze Spielchip gegrillt wird. Genauso benutzt keine Game Shark, wenn ihr noch alte Pokémon-Spiele habt und ihr vielleicht nicht weiterkommt und ihr jetzt erst mitbekommen habt, dass es Game Shark-Code-Dinger gibt. Kauft euch keinen Game Shark. Ihr könnt den ganzen Spielstand grillen, den ganzen Chip grillen, wenn ihr nicht aufpasst. Deswegen probiert sowas, wenn ihr sowas unbedingt ausprobieren wollt, auf einem Emulator aus. Und nicht auf der Originaledition. Also nicht auf dem Gerät selber mit dem Chip, sondern auf dem PC, auf dem Emulator. Da kann man das in Ruhe testen und wenn dann der Spielstand abschmiert, ist halb so wild. Weil man da eine Sicherung hat. In der Regel, du kannst Save States setzen oder einfach von einem anderen Punkt aus nochmal lädst. Aber ansonsten, lasst es. Ich könnte hier während meines Let's Plays ruhig Glitches zeigen, weil das Ganze auf dem Emulator läuft, aber ich mach's nicht. Ich brauche die Glitches und Bugs einfach nicht. Ja, und oh, wir sind kurz vorm ewigen Wald, okay. Da ist noch ein Haus. Ist da irgendwas Interessantes? Nö. Ja, das nächste Mal gehen wir dann in den ewigen Wald und genau dahinter liegt Ewigenau und sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, euer LP Gamer, danke fürs Zuschauen und das Abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid auf meinem Kanal oder das Video zum ersten Mal gesehen habt. Danke, ciao.